zu korrigieren haben. Sobald der Verbleib der aus den Wiener Gewölben verschwundenen Relikte geklärt ist und wir diese rearchiviert haben, können wir dann alle wieder unserer Wege ziehen. Sag mal, das klingt doch jetzt gar nicht so kompliziert, oder? Oder doch? So kann wirklich nur einer reden, dem man kein blutsaugendes Templerschwert in die Hand gepappt hat. Der keinen Mundgeruch von einem Troll gerochen hat. Der keine Hirschkuh war. Thomas wäre dann wohl eher ein Hirsch gewesen. Also, das Höschen auf dem Foto, das er dir geschickt hat, war doch Leopardenmuster, oder? Jetzt geht das wieder los! Also, die Trolle, die waren schon ganz besonders grausig. Und zu viele an der Zahl. Ja, mir war einer schon zu viel. Es waren mehr Jötun-Trolle, als man gemeinhin auf einmal beschwören könnte. An einer Erklärung dafür arbeite ich tatsächlich noch. Wobei ich jedoch vermute, dass eine solche die Dinge auf eine Weise verkomplizieren könnte, die einigen zuvor getätigten Aussagen durchaus zu widersprechen vermag. Also heißt es, es ist alles doch nicht so einfach? Was immer auch auf uns zukommt, wir sollten unsere Talente optimal nutzen. Ich würde vorschlagen, dass wir Thomas, also unseren Leiter, an einen Schreibtisch setzen, wo er keinen Schaden anrichten, das Handy vom Kreuz im Blick behalten und uns gegebenenfalls über was auch immer verständigen kann. Ja, vielen Dank. Damit tut Stefan Ihnen einen Gefallen. Komisch, das klingt gar nicht so. Susanne, da Neugier bekanntlich deine stärkste Triebfeder ist, ja, wie witzig. Wärst du vielleicht bei der Recherche am besten aufgehoben? Ja, eben dafür wollte ich tatsächlich auch plädieren. Aufgrund ihrer Bildung und ihres spirituellen Interesses sind sie für das Erfassen alternativer Gedankenkonstrukte besser als die meisten anderen hier geeignet. Siehst du, man kann das auch nett ausdrücken. Ja, wenn man mag. Na, jetzt hört's doch einmal ja auf. Ach, Mausler, das ist doch nur Spaß. Ach so? Ihr zwei seid echt eine eigene Sitcom. Ja, ich habe immer gesagt, dass die super zusammenpassen. Ah, super. Ja, danke schön von mir. Franz, du bist unser Mann fürs Grobe und das ist als Lob gemeint. Erdmann teilt mit uns allen sein Zauberwald-Wichtelwissen und Anna Wichtel, ist Herr Schwab, sind, mit Verlaub, selbst für Ihre Verhältnisse derart einfacher Gemüter, dass es für mehr als Hilfsarbeiten und Ordnung halten nicht reicht. Wichtel sind vor allem hilfreich, weil sie sonst tatsächlich nichts anderes können und noch weniger wissen. Mit Wichtelwissen würden wir also kaum weiterkommen, als wir es dank Ihnen schon sind. Danke für diesen konstruktiven Einwand, Herr Erdmann. Immer wieder gern. Ich weiß. Also Anna, ohne deine unbestreitbaren kognitiven Fähigkeiten unterschlagen zu wollen, aber du bist quasi unsere Vorzeigepolizeiuniform. Aha. Bitte versteh mich richtig, bei diesem ganzen Märchenwahnsinn ist es wirklich hilfreich, wenn wir eine echte Polizeibeamtin dabei haben, die auch so aussieht und nebenbei ganz legal eine Waffe tragen darf. Moment einmal, war das jetzt gegen mich? Nichts von alledem, was ich sage, ist gegen irgendjemanden persönlich. Ja, mich ausgenommen. Naja, gut. Also ich hab auch eine Uniform, gell? Ja, die kannst du gerne am Schreibtisch tragen. Ich selbst bin aufgrund meiner Ausbildung und Erfahrung für die direkte Kommunikation mit Opfern und Verdächtigen zuständig. Wobei wir je nach Art des Falls eine entsprechende Einsatztruppe zusammenstellen sollten. Ja, je nachdem, was gebraucht wird. Natürlich schlagen wir nicht immer gleich mit der ganzen Mannschaft auf. Susanne und Erdmann bleiben im Hintergrund, Thomas und Anna erledigen das Offizielle, Franz und ich kümmern uns um das Halberlaubte, also die Dinge, die Thomas und Anna den Job kosten könnten. Klingt gut für mich. Klingt nachvollziehbar. Klingt brutal langweilig. Ich werde Sie an diesen Ausspruch zu gegebenem Zeitpunkt erinnern. Also Stefan, dass Susanne hält sich im Hintergrund, kannst du dir mal getrost abschminken. Du hast meinen Freund fast umgebracht. Wo sie recht hat. Und er hat mich angeschossen. Ja, gut so gesehen. Ja, sind wir quitt. Herrgott, Sakra, ich will doch nur... Lasst uns mit den Befindlichkeiten vielleicht einfach später weitermachen, ja? Wichtig ist doch jetzt erst einmal, dass wir von jetzt an alle absolut offen miteinander umgehen. Ja. Also ich bin immer komplett offen, ja? Oder hast du schon mal erlebt, dass ich nicht sage, was ich denke? Nein. Also. Aber so meinte ich das nicht. Wie denn dann? Ich meinte diese Art von Offenheit, die dafür sorgt, dass weder der Kreuz noch der Zauberer von Oz oder die Wilde 13 irgendetwas in der Hand haben könnten, das uns spaltet. Also ich habe damit keine Probleme. Also so wie ich das verstehe, bin ich dann halt so ganz offen zu meinem Schreibtisch. Ich müsste Lea erstmal Geheimnisse zulegen, um welche zu haben. Also ich finde auch, dass wir uns alles erzählen sollten, was man erzählen kann. Ich soll also alles erzählen, was man erzählen kann? Nun ja, es begann zur Zeit, als der Urriese... Sie bitte nur auf Anfrage oder wenn eine Warnung angebracht ist. Also was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe, ist, was Kreuz eigentlich mit uns und dieser geheimen Soko vorhat. Ich meine, geht es ihm wirklich nur darum, dass niemand etwas davon erfährt? Oder will er am Ende irgendwelche Lorbeeren einheimsen? Oder einfach seinen Posten sichern. Bei seinem Ego
mit dem man ja problemlos ein Fußballfeld überdachen könnte, muss da doch noch irgendetwas anderes dahinter stecken. Ich habe den Mann erlebt, der tut nichts zufällig oder umsonst. Wo Sie das Thema gerade ansprechen, Frau Leitner, dürfte ich an dieser Stelle vielleicht die Frage stellen, wie es eigentlich um potenzielle Mittel für unsere verschworene Gemeinschaft bestellt ist? Also die Frage gebe ich gern weiter an die Soko-Leitung. Also bisher hat er das hier herausgerückt. Ein Mobiltelefon. Ja, nicht gerade das aktuellste Modell. Und es wurde ewig kein Software-Update mehr gemacht. Geht nur mit Adminrechten. Ja, da müssen Sie zur IT-Abteilung gehen, Frau Leitner. Lieber fress ich Glas. Verstanden. Meine Frage zielte in eine andere Richtung. Wir werden Kosten generieren und ich sehe mich weder in der Lage noch in der Pflicht, diese vollumfänglich abzufedern. Weil Sie den Goldesel totgemolken haben? Nein, weil die Gans, die goldene Eier legt, entfleucht ist. Ich suche in Ihrem Gesicht nach Anzeichen dafür, dass Sie das im Scherz gesagt haben könnten. Ja, da werden Sie fundlos bleiben, denn das ist mein voller Ernst. Die Gans entschwand auf bislang ungeklärtem Wege. 3 goldene Gelege blieben mir noch, aber diese stellen zugleich mein momentanes Gesamtvermögen dar. Ist es dann viel oder wenig? Wenig, wenn Sie weiterhin in meinen Räumlichkeiten meinen Kaffee und meine Kekse verköstigen, dabei meinen Strom und mein Wasser verbrauchen und ich meinen Tank für Ihre Belange leerfahren muss. Ich kümmere mich drum und schau, was geht. Aber nicht über das Diensthandy. Warum? Weil die Prepaid-Karte leer ist. Oh. Also dann, was ist denn der erste Job für die Soko-Kohl-Rahmen? Moment, ich hätte da noch eine Frage, Herr Erdmann. Ja, bitte? Franz hat mir von diesen Archetypen erzählt, die Sie uns zugeteilt haben. Sie meinen Jäger, Hans, Hexe und Hosenrolle? Ja, ganz genau. Also ich bin völlig zufrieden mit meinem Hexenattribut. Ich auch. Aber ich wüsste gerne, welchen Sinn das Ganze hat. Ich meine, ist das irgendwas, was wir berücksichtigen müssen? Lassen Sie es mich so formulieren. Wenn Sie alle so agieren, wie Sie in Ihrem Innersten agieren glauben zu müssen, dann agieren Sie Ihrer jeweiligen Rolle entsprechend und die Geschichten nehmen den Gang, den Sie gehen sollten. Nur wenn Sie entgegen Ihrem innersten Drang agieren, stören Sie die Orchestrierung der Rollen und dies kann zu unerfreulichen Konsequenzen führen, die alles unnötig verkomplizieren. Fragen dazu? Ja, also... Wer fragt, stirbt. Keine Fragen. Gut, zurück zum eigentlichen Thema. Was ist unsere erste Aufgabe? Eine SMS auf unserem Diensthandy. Moment, da muss man... doch. Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Polizeikommissariat Bremen-West auf. Nachstehend finden Sie die Durchwahl des Dienststellenleiters Peter Bockmer. Nutzen Sie die Kennung der Soko. Beantwortet es deine Frage, Stefan? Kurzfristig ja. Ja, und jetzt? Du liebe Zeit, Thomas, jetzt rufst du da an. Ach so, ja. Erst WLAN-Anrufe aktivieren. Aha. Warum? Weil kein Guthaben. Und dann kann man trotzdem... Ja, über meinen mobilen Hotspot. Über... Moment. So, jetzt. Ah, danke schön. Also rufe jetzt da an, oder? Und schaltest den Lautsprecher ein. Ah, klar, natürlich. Hier. Da. Nein. Da. Ah, da. Ah, da. Es geht, ja. Polizeikommissariat Bremen-West, Dienststellenleitung Bockmer, moin. Grüß Gott, Soko. Kohlraben-Schwarz, München, Falter, mein Name. Wir sollten uns melden, weil... Ja, richtig, Sie waren bereits anmoderiert. Ah, ja. Wir haben hier eine unerklärliche Häufung von Vergiftungserscheinungen bei jungen Mädchen, sowie verschiedene Versuche, diese, ja, wie soll ich sagen, im Wald auszusetzen. Meinen Sie so wie in Hänsel und Gretel? Nein, ich meine so wie in Schneewittchen. Denn so wie sich das für uns darstellt, spielen in allen Fällen die jeweiligen Stiefmütter eine gewisse Rolle. Sekunde, ich hole mir eben die Akte. Bei allen Göttern Schatten oder Licht. Schlimm? Verheerend. Und das aus Ihrem Munde? Franz, was ist mit dir? Mausel? Mit mir? Nix, gar nix. Aha. So, ich würde vorschlagen, ich lasse das mal eben einscannen und maile Ihnen das dann alles durch. Ja, aber ein Mail ist... Also ich habe momentan... Also ich bin nicht am... Darf ich? Sehr gern. Ich verbinde Sie mal mit meiner Kollegin Anna Leitner. Die kann da mehr... Moment. Kein Problem. Okay, ich verbinde. Tut. Herr Bockmer? Anna Leitner, ich kümmere mich für Herrn Falbner um alles, was mit Technik nach 1975 zu tun hat. Alles klar.
Wollen Sie mir eine Mailadresse diktieren? Ich schicke sie Ihnen lieber als Nachricht. Unsere offiziellen Mailadressen sind sehr kryptisch. Da haben Sie sowas von recht. Naja, Neuland, nicht wahr? Besteht denn abgesehen von unserer...